Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 26.08. Ich bin jetzt hier zufälligerweise vor diesem komischen Laden, Innere Welt. Und da steht ein Buch, Rüdiger-Dalge-Krankheit als Symbol. Da ist er doch, Rüdiger. Das ist ein sehr interessantes Buch mit so einer Kernaussage, die hängen geblieben ist. Zum Beispiel, liebe das Böse und es ist erlöst. Schau da einfach rein, was dieser Laden so ist. So, der liebe Herr aus diesem Laden eben hatte leider keine Lust, mit mir zu reden und ich durfte auch nicht filmen, obwohl es da viele interessante Sachen gibt. Es ist wirklich schade, dass die Leute so kamerascheu und ängstlich sind. So viel zum Thema Angst vor Kameras. Und hier ist ein lustiger Aufkleber vom Taubentanz. Das war die Party, die ich vor 2 Jahren am jeden ersten Samstag im Monat veranstaltet habe. Mal gucken, ob da mal wieder was passiert im U-Boot, mein Lieblingsclub. Ich bin gerade vor dem IBV, das ist die leckere Suppenküche, wo man für nur 1 Euro ein leckeres Essen bekommt. Natürlich nur die Leute, die das auch wirklich brauchen. Die anderen gehen bitte in die kommerziellen Geschäfte und unterstützen die Wirtschaft. Wurde auch gerade gefragt, wofür ich hier aufnehmen sollte. Natürlich fürs Neustadtfernsehen. Und ich habe hier gerade den lustigen Herzaufkleber auf der Radkappe gefunden. So, hier weiterhin auf der Kamenz unterwegs. Hier wird irgendwie so ein hässliches Haus gebaut. Da gab es auch irgendwelche komischen Proteste letztes Jahr. Da gab es zum Beispiel ein Pavillon, Puppentheater, schöne Mickey-Maus-Geschichten. Kaum einer will Kita mit Supermarkt, Freifläche kaum zur Straße, Morgengrauen. Da ist auch die Anna, bei deren Wohnung ich jetzt wohne. Dort waren auch lustige Polizisten, gab es sehr viele Aktionen. Es gibt da auch in der Rubrik Kulturwiderstand und Naturwiderstand den Film Oase, wohin gehst du? Wir sind jetzt hier auf der Kamenzer vom Freakstore. Das sind die Freaks Dresden GD. Richtig. Sehr schöne Webseite, kann man auch empfehlen. Da kommt auch zufälligerweise gerade die Anne raus, die ich jetzt nach der Wäsche fragen wollte, und die hübsche Jule. Sebastian ist oben, der kann dir aufmachen. Na super, danke. Bis gleich. So, bei Anne und Jule habe ich mein Fleisch abgeholt und hier ist die kleine Bibi mit Schuhe, das Geheimnis, die sehr interessiert an meinen Schuhen ist. So, wir machen jetzt ein bisschen schlendern und ein Bierchen trinken. Ich mache halt gerade so ein Projekt halt, so was auch um die Punkkultur dreht. So. Wie heißt du? Selina. Ah ja. Bist du aus Dresden? Nee. Gar nicht. So. Nee, ich komme aus Amerika. Amerika? Ja. Wo denn genau? Seattle. Kannst du mir was über die Punkkultur erzählen? So generell, warum man sich so schön anzieht? In Englisch. Speak in Englisch, please. Rebellion. Ah ja. It's about rebellion. It's about changing what you're not happy with. And it's about being yourself and not being afraid of what people think about you. Like, I mean, people, like, a lot of people, like, my parents especially, like, people don't like the way we look. People, like, they think we're freaks, they think we're crazy, but we're not, we're just normal people. We're just not afraid to be, like, what we want to be and look how we want to look. You're a very strong woman. I love this. Okay, thank you very much. You're welcome. Ich komme gerade überhaupt nicht klar, dass diese vermeintlich, ich dachte, linken Punks irgendwie meinen, dass sie doch eher egoistisch und faschistoid sind. Warum? Erstmal, weil Punkrock ja nicht unbedingt was mit Politik zu tun hat. Haltet ihr von der Videoüberwachung? Ganz tolle Sache. Haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ja. Wenn sie hier Scheiße machen, dann haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ah ja? Ja. Kennt ihr George Orwell 1984, das Buch? Nee. Noch nicht gehört. Ja, macht er nicht. Na fein. Na. Flohhund. Tabak. Kamera. Schleck. Was haltet ihr eigentlich vom revolutionären Gedanken? Ja, manchmal denke ich mir eher so, nach mir die Sintflut. Womit Faulheit auch eine Revolution erreichen kann? Wir sind unsere eigene Revolution. Wir haben uns über die Jahre revolutioniert. Mit uns selbst. Also evolutioniert. Beides genau neben der Kunststoffpassage. Und hier geht es nicht nur zum SK Vitalismann, sondern auch in den Sonnenhof. Schauen wir mal, was es hier für lustige Geschäfte gibt. Des Weiteren, schon noch eine Bitte an alle. Beziehungsweise eine Frage, und zwar brauchen wir noch Reporter fürs Paradiesexperiment Neustadt TV. Und zwar, wenn ihr coole Videoaufnahmen von der Neustadt habt oder Fotos, ihr könnt einfach auf der Webseite ins Gästebuch und die Datentauschbörse gehen. Dort könnt ihr bis zu 50 Megabyte Daten hochladen und ich würde das einfach dann hier in das Fernsehen mit einfügen. Ganz einfach. Vielen Dank. Im Umsonstladen. Das ist eine ganz feine Sache. Und hier findet man nämlich manchmal durch Zufall wirklich Sachen, die man dann auch wirklich braucht.
und kann aber auch selber Sachen, die man nicht mehr braucht, einfach vorbeibringen. Und ich habe vor kurzem erst dran gedacht, dass ich für die Videodaten eine externe Festplatte bräuchte und hier liegt zu. Also ich weiß gerade gar nicht mehr, das ist echt total magisch. Ganz wichtig ist, dass man Mietspenden einwerfen soll, weil wir auf die ich ganz, aber ganz nicht dringend angewiesen. Habt ihr es gehört? Und sonst Laden braucht unbedingt Spenden, ist nämlich ein Spendentisch und bis jetzt sind 25 Euro für diesen Monat drin und das ist natürlich viel zu wenig bei einer Miete von bestimmt über 300 Euro. Weiterhin im Sonnenhof befindet sich die Amt, das ist die Agentur für Menschen mit Tatendrang. Zufälligerweise ist da mein lieblingsrasender Reporter Lothar Lange. Da gibt es eine Internetadresse, die heißt www.dieamt.de. Dort kann man, wenn man Kulturveranstaltungen organisiert oder sonstige Sachen, gucken, wenn man irgendjemanden braucht, der hilft oder bei irgendwelchen anderen ehrenamtlichen Projekten. Und die Leute bekommen dann dafür Kulturgutscheine bei verschiedenen Veranstaltungen und können dann damit kostenlos Kino- oder Theaterveranstaltungen. So. Das spricht mich halt persönlich sehr an, Agentur für Menschen mit Tatendrang. Das sind eben die Leute, die irgendwie Hartz IV kriegen, keinen Bock haben, irgendwie für die Ziele anderer zu arbeiten, für irgendeinen Konzern. Nee, es soll auch durchaus dafür Menschen gedacht sein, die in irgendwelchen Jobs stecken, mit denen sie sich nicht so vollends identifizieren. Richtig, ja. Und die eigentlich neben dem, was sie eigentlich machen müssen, einfach eher mal das machen wollen können, was sie lieber machen täten. Hm. Weil da habe ich mich schon mal mit dem Initiator hier, dem Echtermeier, genau über den Passus unterhalten. Und der bestand darauf, das zu betonen. Dass das eigentlich für everyone, everybody ist so und nicht tatsächlich nur für die sogenannten Hartz-IV-Empfänger. So, da hinten ist erstmal ein bisschen Street Art, das ist jetzt auch der Sonnenhof. Ja. Und jetzt haben wir hier, wie heißt der Laden? The Starter. Ja. Gallery, Stage Store. Ja. Und hier sind sehr viele Kunstsachen, wie zum Beispiel einer meiner Lieblings von No Logo, Waste of Time with Paste and Lime. Make Art Not War. Ich habe ja mit Make Love Not War geworben, das kostet dann schon mal 2 Euro. Das ist aber wert. Also ihr müsst einfach mal selber kommen, weil mit der Kamera kann man das gar nicht so aufnehmen. Das muss man selber begreifen. Wir haben ja auch auf der Paradiesexperiment Street Art Gallery. Aber ich denke mal, unter dresdenstreetart.de wird man da noch mehr finden können. So, hier aus der Wohnung ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und da drüben in diesem wunderschönen herrlichen Haus, auf diesem Balkon, steht doch Ruben mit seiner Jochotlein. Und da ist auch ein wunderschöner Drahtengel, den er selber macht. So, mit dem Radl hier vorbei an der Brückenbaustelle. Mal wieder, jawoll! Ja, Fortschritte gibt es auf jeden Fall. Ich sehe, die deutschen Brückenbauer sind fleißig. Und jetzt ab in die Werkstatt. So, ich bin jetzt hier im Werkstattkeller von der Evelyn Schulze. Das ist die liebe Mama vom David, der so aktiv im Welterbe-Netzwerk ist. Da ist er. Und diese Frau macht diese wunderschönen Blumenketten und ich möchte der Uli, mit der ich jetzt gleich ein Date habe, gerne die Haarspange, und zwar diese eine welche, die mir so wunderschön gefällt, mitbringen. Und ich hoffe, dass sie ihr gefällt. Ich finde, das ist eigentlich wirklich ein Kunsthandwerk, was, ich denke mal, viele Damen sehr erfreut, gerade mit den Blumen. Ihr könnt natürlich auch das erwerben, und zwar unter evelyn-filzblüte@web.de. Ich bin ehrlich gesagt total begeistert, bezaubert, dass eine Woche nach Räumung der Mahnwache immer noch die Eute da steht und die Bank immer noch lustig mit Aufklebung geklebt ist. Bis hinter am Elbradweg Neustadtseits hat es mich auch noch nie getrieben. Diesen früher zumindest. Ein Plakat, ja, zum Welterbe. Vor dem Blauen Wunder, ein abgekratztes Plakat. Und hier hat auch irgendjemand, den ich überhaupt nicht kenne, ein wunderschönes Welterbesymbol mit einer Schablone aufgestellt. Ein Storch. Direkt hier am Blauen Wunder, ein wunderschöner, herrlicher Blick, ein romantischer Duft von Elbauen in der Luft, wunderschöner Abend. Die Schlösser und hier das Bauwerk des Blauen Wunders. Das ist einer der vielen Gründe, warum wir den Welterbetitel haben. Schöner Platz, auch nicht zu verachten. Ja, sowas gibt es nur in der Vorstadt hier am Schillerplatz. Das ist der Dani, der mir gerade eine Limo ausgegeben hat, alter Kumpel, und wie gesagt, guckt einfach vorbei. So, 5 vor 9, ich komme pünktlich. Oh Mann, erstes Date seit Jahren. So, das ist also die Uli. Das ist die Frau, mit der ich jetzt wirklich ein wunderschönes Date hatte. Und die ich jetzt irgendwie, wahrscheinlich mich irgendwie so was wie verliebe. Mal schauen. Wir haben uns jetzt erstmal wieder getrennt.
und treffen uns dann nächsten Montag zum Essen. Mal sehen, was ich mache. Werde wieder. Tschüss, Uli!